Hey ho, es geht weiter mit Let's Play Tales of Phantasia. Beim letzten Mal sind wir in dem Wald Heimdall angekommen und suchen hier irgendeinen schwarzen Stein oder sowas, damit unser Ring repariert werden kann. Mit diesem Ring wollen wir dann mit Luna einen Pakt schließen, denn mit Luna können wir dann wohl Daos besiegen. Ich glaube, das war so die Story. Ich verliere so langsam so halb den Überblick, deswegen. Aber ich glaube, so müsste es gewesen sein. So, wir haben Brambert dabei, das Dorfoberhaupt der Elfen, der leider nicht kämpfen kann, aber er läuft mal mit uns rum. Ich habe eine Karte vom Ort hier. Keine allzu schöne, aber besser als gar nichts. Und es gibt Feinde hier. Es gibt den Echsenmar. Den Echsenmar kennen wir schon, aber den anderen Typen kennen wir noch nicht. Deswegen darf er sich uns jetzt mal vorstellen. Stell dich doch mal vor, lieber Rubino. Dino. Rubino Dino. Rubino Dino. 1500 KP, Schwachpunkt. Lightning Tiger Blade. Yeah, Lightning Tiger Blade. Yeah. Wir müssen nur die richtigen Leute treffen. Und es wäre echt super, wenn Arch uns mal so weit verfolgen würde, dass sie wieder die Party kommt. Das wäre ganz nett und so. Ach ja, und dieser Wald ist echt riesig. Richtig riesig. Richtig, richtig riesig. Erinnert mich so ein bisschen an den Wald in Secret of Evermore. Da hatte ich auch so ein kleines Trauma von. Da war es ja auch so bei Secret of Evermore, dass man irgendwie quasi nach den... was war das da? Ich glaube Eulen. Nach den Eulen in den Bäumen gucken musste. Wenn eine Eule da war, war man auf dem richtigen Weg, ansonsten nicht. Ich glaube, hier muss man auch einfach den Tieren hinterher, wenn man zum Ziel gelangen möchte. Allerdings wollen wir nicht nur zum Ziel gelangen, sondern auch Items mitnehmen. Und die verpasst man, wenn man nur den Tieren folgt. Und wenn man hier einfach nur so rumläuft, dann bekommt man die Krise. Vor allem mit diesen ganzen Random Battles. Ein Irrschwert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es besser ist wie unser cooler, aufgelevelter Dingens Waffe. Aber schauen wir mal. Langschwert. Langschwert klingt ziemlich lame. Ja, wir haben es schon. Dann ist es lame. Aber ich möchte mal ein heiliges Licht benutzen. Hier, heiliges Licht. Okay, so. Okay, zuerst will ich irgendwo noch links. Hallo Tierchen. Hier noch links. Und hier müsste dann ein Item sein, und zwar ein magisches Auge. Okay, gut, dann sollte die Karte stimmen. Ich vertraue der Karte jetzt einfach mal. Ich meine, das erste Teil hat gestimmt, dann wird der Rest auch stimmen. So, jetzt müssten wir hier noch ein Item finden. Oder einen Kampf, yay! Huch. Wow. Ich habe die ja so harmlos in Erinnerung. Dabei können die ganz schön nerven. Ich hätte Chris gleich mal heilen sollen. Wow. 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 Klar, was hältst du denn davon, wenn wir dir Surf auch mal ausschalten? Und Dean, Ifrit und Maxwell. Oder nur Ifrit. Ich lass mal Undine, Ifrit und Maxwell. Aber auf jeden Fall mal schön auf alle und Feuer ist effektiv. Und Undine hat immer schön Schaden gemacht und Maxwell macht auf jeden Fall auch Schaden. Ich meine, das ist Maxwell. Es ist Maxwell, Leute. Maxwell muss Schaden machen. Schauen wir mal, ob es stimmt. Los, Maxwell, wirf deine Kügelchen. Ja. Ach ja, Maxwell, Herr über die vier Elemente, schafft es nicht, einen einfachen Baum zu besiegen. Das ist schon echt... Echt bitter. Richtig, richtig bitter. Neuer Spruch? Mint hat etwas gelernt. Etwa einen Angriff? Nennt sie überhaupt Angriff in diesem Spiel? Sharpness. Oh, das erhöht unseren Angriff. Ja. Yep. Okay, das brauchst du aber in diesen Random-Kämpfen echt nicht zu machen. Aber du darfst heilen. Heilen. So. Sehr schön. Okay, hier müsste ein Item sein, nicht wahr? Jawohl. Und zwar Möhre erhalten. Eine Möhre. Na, das ist ja super. So, jetzt müsste hier irgendwo ein Item rumliegen. Oh yeah. Wasser des Lebens erhalten, aber ihr könnt nicht mehr davon tragen. Na gut, dann bleibt das halt hier rumliegen. Jetzt wollen wir es erstmal links halten. Und hier links ist jetzt komplett nur optionaler Stuff. Zumindest sieht das jetzt in der Map hier so aus. Denn unser Ziel ist eher rechts gelegen. Yeah. Lilly. Lilie. Warum sage ich immer Lilly? Da steht eindeutig Lilie. Naja. Okay, Ifrit. Oh nein, Maxwell. Clav liebt echt Maxwell. Das ist schon... schon auffällig. Oder kommt es nur mir so vor? Ich habe das Gefühl, der macht seit der Maxwell hat fast nur noch Maxwell-Zauber.
Ich meine, das ist okay. Es macht gut Schaden. Und die Animation dauert irgendwie nicht allzu lange. Also es kommt mir schneller vor als Gnome. Ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde. Aber egal, ob ich es mir einbilde oder ob es wirklich schneller ist, für mich ist es auf jeden Fall schneller. Schwarzer Onyx erhalten. Das habe ich für die KP Reliquie erhalten. Habe, glaube ich, KP hergestellt, immer so nach und nach. War das das? Ich werde in regelmäßigen Abständen 3% KP wieder her. Jawohl, und das erhöht die KP. Genau, das hat Arzt, glaube ich, ausgerüstet. Gut. Ich muss immer mal wieder nebenbei auf meine Map schielen. Ja, ich gehe jetzt mal hier lang. Und dann nach links. Aha, ein See. Apfelgeld gefunden, aber könnte ich mehr davon tragen. Was? Niemals. Da benutze ich jetzt einfach eins. So voll dreist. Ein Apfelgel und zwar, wer hat Schaden? Cress hat Schaden. So. Der See ist leider nicht drauf bei der Karte, aber passt schon irgendwie. Nee. Yeah. Oh. Echsenmar. Und Echsenmar und Echsenmar. Was war eigentlich denn ihre Schwäche? War das auch Blitz? Ich glaube ja. Einfach mit Blitz drauf. Hat schön Schaden gemacht, passt schon. Und Klavhaut natürlich mit Maxwell drauf. Habt ihr irgendwas anderes erwartet? Also, ich nicht. Yeah, und Mensch, einfach mal rum und genießt die schöne frische Luft hier im Wald und schaut sich die Feinde an, damit sie dann später wieder fragen kann. Was ist eigentlich ein Echsenmar? Den kenne ich gar nicht, so wie ich Basilisken gar nicht kenne. Nichts gegen Mint, aber das war echt ein bisschen dämlich gemacht. Flair! War Flair dieses Item, das wir billiger shoppen können? Ich glaube ja. Das wäre sehr cool. Schutzreif. Haben wir den schon? Ich glaube auch. War das ja einfach Verteidigung erhöht? Oh. Nein! Denn die Dauer von Betäubungen um 50% verringert. Das ist natürlich cool, aber da wir nur zwei Accessoires ausrüsten können, das ist irgendwie ein bisschen. Hier muss noch irgendwas sein. Genau, Bohnenkraut. Oh, diesmal werde ich es nicht benutzen. Sondern erst wie heißt das? Runendings draufhauen. Wie heißt das? Ich hab vergessen, wie es heißt. Rune. Macht der Rune. Macht der Rune. Wie konnte ich das vergessen? Das klingt so episch. Wahrscheinlich war es zu episch. Es war so episch, dass ich es mir nicht merken konnte. Nope, 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 nope. Diese Bäume halten echt viel aus. Vielleicht sollte ich mal Feuer. Yeah. Oh ja, 1000 Schaden. Okay. Yay. Klar könnt ihr auch mal Ifrit einsetzen gegen die Bäume, aber. Nee. Nee, nee. Maxwell ist cooler. Ist Maxwell cooler? Ich kann mich nicht ganz entscheiden. Also von den Angriffen her finde ich Ifrit auch sehr cool. Uhr erhalten. Die Dinger benutze ich irgendwie auch nie. Aber cool, seltenes Item. So, jetzt müsste hier noch Stuff rumliegen. Aha, oh, sehr versteckt. Mondkristall erhalten. War der für die maximalen TP? Ja, genau. Den haben wir, glaube ich, schon. Ich glaube, da haben wir mit der Macht der Rune irgendwie aus irgendwas anderem rumgeformt. Und Grafstein erhalten. So. Ist hier noch irgendwas? Huch! Ja, Feinde sind hier. Yay! Feinde! Wuhu! Ja, naja. Zumindest sterben sie halbwegs schnell. Also, wir haben schon Schlimmeres erlebt, muss ich sagen. Definitiv. Definitiv. Maxwell, kriegst du den Baum kaputt? Nein! Dann fackel ich ihn ab. Mit Rising Phoenix. Haha! Hat funktioniert! Sehr gut! 200 Erfahrungspunkte. Yay. Und noch mehr Erfahrungspunkte. Und Arch kriegt wahrscheinlich keinen einzigen Erfahrungspunkt die ganze Zeit über. Döp, 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 döp. Ich glaube, hier ist später noch was. Zumindest ist ja auf meiner Map noch irgendwas eingezeichnet, was jetzt gerade nicht da ist. Hm. Okay, vielleicht später so. Jetzt müssen wir noch zurückfinden. Jetzt sind wir hier, okay. Jetzt müsste hier oben noch irgendwas sein. Echsenmar. Ja, hallo. Was geht, Leute? Lange nicht gesehen. Oder kennen wir uns überhaupt? Ich weiß nicht. Ihr seht aus wie eure Kumpels. Vielleicht sind es die Kumpels, vielleicht sind es aber auch die gleichen, die vorhin und die jetzt gekommen sind, um Rache zu nehmen. Wer weiß, wer weiß. Und Clav beschwört echt nur Maxwell. Hat er schon irgendwas anderes beschworen in diesem Part? Außer Sylph ganz am Anfang, was ich ihm ausgeschalten habe. Haha. Aber wir kommen durch die Kämpfe durch mit einer einzigen Beschwörung von Clav. Das ist echt cool. Und wir kriegen die ganze Zeit Schwerter, aber ich schätze mal, dass das jedes Mal nur ein dummes Langschwert ist. Wir haben eh kein Macht der Rune mehr dabei. Müssen wir erst wieder kaufen. Bin verwirrt. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo muss ich hin?
Apfelgel, aber ihr könnt nicht mehr tragen. Was? Ist jemand... Oh ja, Chris ist ziemlich verletzt sogar. Das lohnt sich ja sogar wirklich richtig diesmal. Apfelgel. Chris, okay. Und... Gut, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Haha. Das war Item Nummer 14 übrigens. Mhm. Wollt ihr wissen, wie viel es gibt hier? 40. Das heißt ja noch nicht mal die Hälfte. So groß ist dieser Wald. Aber er ist nicht... Ich glaube, er ist nicht so groß und verwirrend wie der bei Secret of Evermore. Aber durch die ganzen Kämpfe zwischendrin wird man immer so ein bisschen rausgeschmissen. Weil ich habe es voll oft, dass ich, wenn ich irgendwo rumlaufe und dann bin ich so auf den Kampf konzentriert, dass ich danach überlegen muss, von welcher Richtung ich gerade kam. Oder wo ich jetzt hin wollte oder sowas. Ich finde, diese Kämpfe reißen einen da echt raus zwischendurch. Apropos Kämpfe, wirkt unser heiliges Licht noch? Oh, wow, heiliges Licht. Okay, ich glaube, das Spiel will mir irgendwas sagen. Das Spiel will mir sagen, weil uns heiliges Licht bannen. Okay. Das wirkt nicht mehr. Ich benutze es ja schon. Heiliges Licht, yay. Ich bekomme nie mit, wenn es aufhört zu wirken. Dabei ist es eigentlich total offensichtlich. Ich muss nur Chris angucken, ob er leuchtet oder nicht. Leuchtest du oder leuchtest du nicht? Heiliges Licht, okay. Das Spiel will mir definitiv was sagen. Seht ihr, wie mein heiliges Licht da unten durch den Stein durchguckt? Da sieht man es noch besser. Also echt. Schlecht gepixelt. Hier müsste doch irgendwo ein Item rumliegen. Ach ja, das haben wir schon. Das wäre auch möglich. Aber ich glaube nicht. Das ist Item Nummer 13. Ja, wir gehen nicht ganz in der Reihenfolge nach durch, aber kriegen das schon irgendwie hin. Maxwell! Yay! Ich hoffe, die Kugeln gehen noch weiter auf den Okrot scheinbar nicht, weil er da drüben ist. Na gut, dann eben Rising Phoenix. Es wäre echt cool, wenn dein zweiter Treffer auch treffen würde. Dein zweiter Teil des Angriffs auch treffen würde. Schon besser. Ja. Aber Maxwell klärt. Okay, vielen Dank, Maxwell. Ich sollte heilen, sehe ich gerade. Aber ein Apfel bekommen. Schon wieder. Kann es sein, dass fast alle Feinde in diesem Spiel Äpfel droppen? War das nicht auch in den Minen so? Ich glaube, in den Minen haben wir auch ständig Äpfel bekommen. Naja. Heilen. Sehr schön. So, ich suche Item Nummer 13. Ah! Item Nummer 13? Jawohl, Item Nummer 13. Gigamulett. Das haben wir auch schon. Und den Angriff. Es müsste jetzt hier nach oben gehen. Ja, da muss dein Item sein. Jawohl, ist es auch. Apfelgel gefunden, aber wir können nicht mehr. Wie viele Apfelgele gibt es hier? Wie viele Apfelgele gibt es hier eigentlich? Oh wow, ich bin gerade ein bisschen blind gewesen, da ist es ja. So, her damit. Okay, und wieder runter. Runter. Wuhuhuhu. Natürlich kommen Feinde. Fresst meinen Blitz. Gleich nochmal. Fresst meinen Blitz. Das ging daneben. Fresst, kannst du nicht ein bisschen besser zielen, bitte? Ja. Chris? Trollt mich jetzt mein Gamepad oder? Scheinbar ja. Scheinbar trollt mich mein Gamepad. Oder ich habe irgendwelche Tasten gedrückt, die ich nicht drücken wollte. Ja gut, dann fliehen wir halt. Oder auch nicht. Hallo? Okay, wir fliehen. Ich bin irritiert. Was war das gerade? War das... Ah! Ich bin versteinert. Das war das Problem. Hat man das gesehen? Ich bin gerade sehr irritiert. Hat man das im Kampf gesehen? Ich habe es nämlich nicht erkannt. Ich habe mich echt gewundert, was gerade los war. Halt Versteinerung. Okay, halt Paralyse. Halt Vergiftung. Paralyse und Versteinerung. Haben wir nicht so viel Vergiftung und Versteinerung? Das wäre voll cool. Nee. Konnte Mint Vergiftung heilen inzwischen? Ich glaube ja, oder? Ja, aber hier geht es nicht. Okay, das heißt, wir kochen das Dingens gegen Versteinerung. Versteinerung, Paralyse und Versteinerung. Nee, da war irgendwas nur mit Versteinerung. Genau. Füllt KP auf, halt Versteinerung. Könnt ihr die Info bitte weggehen? Danke. Mint, koch das mal. Okay, Versteinerung geheilt, sehr schön. Und jetzt heilst du noch. Wow, sind wir gerade ernsthaft fast gestorben. Unglaublich. Ich habe echt nicht gesehen, dass das Ding mich versteinert hat. Ich muss mir das beim Reiser nochmal angucken. Mein Chris hatte doch noch Farbe. Da bin ich komplett bescheuert. Ha. Wir sind jetzt wieder bei diesem Bereich, wo wir vorhin nach links gelaufen sind, wo ich meinte, hier war das.
dass das unser Ziel weiter rechts liegt, als wir erstmal nach links gehen. Das heißt, wir sind so ungefähr in der Mitte wieder. Und jetzt muss ich auf meine Karte gucken. Oben ist ganz viel Wald, aber ohne Schätze. Das heißt, da gehen wir gar nicht erst hin. Aber hier unten müsste was versteckt sein. Okay. Gut, dann gehen wir da auf jeden Fall nochmal hin. Yeah. Und Rising Phoenix. Rising Phoenix. Guck mal, ob ich auch irgendwo lande. Maxwell, hey, lange nicht gesehen, Kumpel. Wie geht's dir so, hä? Huh? Spielst du schön mit deinen Kugeln, Murmeln, Bowlingkugeln? Vielleicht nennt es Bowlingkugeln. Vielleicht will Maxwell wirklich einfach noch ein bisschen Bowling spielen mit den Feinden. Er hat nur das Prinzip missverstanden. Er dachte so, also normalerweise nimmt man ja eine Bowlingkugel und mehrere Kegel, aber er dachte so, hey, ich habe einfach mehrere Kugeln und einen Feind. Ja, das findet Maxwell nämlich viel interessanter dann. Hier runter, hier runter. Aha, hier finden wir Verbena erhalten. Yeah, werde ich auch erst nach der Runde drauf machen. Diesmal denke ich dran. Diesmal denke ich dran. Ein Item. Ein Item, ein Item. Feinde, Feinde, welche Überraschung. Wuhu. Yeah. Okay. Die heilen sich echt irgendwie so ein bisschen nebenbei. So, aber zum Glück halten die nicht wieder aus. Daher ist das kein Problem. Und Maxwell! Hey! Ach, Clav, du bist so vielseitig und kreativ, das ist unbeschreiblich. Ich hau einfach mal so drauf. Wird schon passen, oder? Ja, passt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich vermisse Arch. Und Chester. Ja, ich glaube, das mit Chester muss ich echt nicht mehr erwähnen inzwischen, oder? Item, was bist du denn? Bohnenkraut. Bohnenkraut. Okay, dann weiß ich, wo wir sind. Dann ist hier nämlich noch ein Item. Aha, Schutzreif erhalten. Yeah. Wir gehen jetzt erstmal runter, wo hier eigentlich noch ein Item fehlt. Wenn wir der Reihenfolge folgen würden. Hier müssen es eigentlich ganz viele Sachen sein. So viel, dass ich irritiert bin. Finsternis erhalten. Finsternis. Ich muss auf die Liste gucken, welche Nummer das jetzt ist. Ist das die 22 oder die 23? Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Egal. Wir finden schon alles irgendwie. Irgendwie. Huch. Ich dachte gerade, ich hätte den Screen gewechselt, aber ich bin wohl während dem Übergang in einen Feind reingerannt. Zumindest. Sieht es gerade so aus. Ach ja. Feinde. Wirkt unser heiliges Licht vielleicht nicht mehr und ich habe es nicht gemerkt. Das wäre möglich. Kommt ja öfters mal vor, dass ich das nicht mitkriege. Ja, du Rubino. Er hat rubinrote Augen. Ob er deswegen Rubino heißt, weil er ein Dino ist mit rubinroten Augen? Wow. Das wäre ganz schön tiefgründig. Wer weiß, wer weiß. Ich sollte mal ein bisschen heilen wieder, oder? Ja. Sicher ist sicher. Das ist eine Kiste. Ich habe es genau gesehen. Eine Kiste. Nur darauf wartet, von uns geöffnet zu werden. Heiliges Licht wirkt noch. Okay, was haben wir hier? Magisches Auge gefunden, aber ihr könnt nicht mehr davon tragen. Okay. Ah, ich weiß, das war vorhin Kiste 21. Okay, ich habe den Überblick wieder. Und eben hat unser heiliges Licht aufgehört. Ich habe es genau mitbekommen. Heiliges Licht, okay. So. Es müssen hier noch 3 Kisten sein. Okay. Hühnchenfleisch gefunden, aber ihr könnt nicht mehr tragen. Warum gibt es auch überall Hühnchenfleisch? Flink-Cape erhalten, das haben wir auch schon. Macht der Rune erhalten. Davon kann man nie genug haben. So, jetzt müssten hier rechts noch 2 Items sein und links unten auch nochmal 1. Jawohl, hier sind schon mal 2. Oh, ein Mimik. Nein. Es ist nur Exenmar und Exenmar 2 und Rubino. Ha. Lightning Tiger Blade. Yay, yeah, komm schon, wo ist Maxwell? Ich warte auf Maxwell. Undine? Ist das möglich? Wow. Klar. Was ist passiert? Was ist nur passiert? Ha. Hey, Rubino. Auf mir vorbeizurennen. Wir sind doch hier, um zu kämpfen, nicht um zu rennen, oder? Puh. Ich bin gerade voll mit Rubino durchgerannt. Hey, Maxwell. Na, was geht, Alter? Yeah, Bowling geht. Ich merke schon. Okay, okay, okay. Es reicht. Zum Glück treffen uns die Teile nicht. Das würde ganz schön wehtun. Ich hätte keine Lust, eine Kugel an den Kopf zu kriegen. Nope, nope, nope. Definitiv nicht. Sirup erhalten, okay. Resistenz erhalten. Das war was nochmal? Resistenz war... 10% der Chance, elementaren Schaden aufzuheben. Naja.
Schützt vor physischen Verletzungen und schwächt jedoch den Angriff. Das ist das, wo ich immer sage, jedes Mal, wenn ich sehe, sage ich, jetzt muss ich Münd geben im nächsten Bosskampf. Weil sie sowieso nicht angreift. Aber ich denke nie dran. Ich versuche es erneut daran zu denken. Schaff das, Sirup, 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 Sirup. Ich kann jetzt bis zum nächsten Bosskampf einfach nur Sirup, Sirup, Sirup sagen. Oder auch nicht. Dann vergesse ich es wieder. Egal, Wasser des Lebens. Wir können nicht mehr tragen. Na gut. Meinetwegen. Dann halt nicht. Das konnten wir, glaube ich, auch nicht tragen, oder? Magisches Auge konnte es nicht mehr tragen, okay. So, wir haben es bald geschafft. Ich würde sagen, noch ein Abschnitt, sag ich mal. Dann sind wir am Ziel. Yay. Von den Items her hatten wir jetzt... Ich muss gucken. Hm. 29. Ja, die Map ist nicht so 100% übersichtlich. 29 Items haben wir. Von 40. Quasi drei Viertel geschafft. Yay. Da ist der Wald echt nicht so riesig, wie ich in Erinnerung hatte. Na gut. Vermutlich war ich nur angenervt von den ganzen Kämpfen. Und ohne Karte hier durch zu irgendwann alles einsammeln, wäre es auch so ein bisschen... nicht so pralle. Nicht ganz so pralle. So, ich könnte mich mal heilen und TP auffüllen. Und diesmal werde ich auch erst heilen und danach TP auffüllen. Aha. Ich lerne aus meinen Fehlern. Ist das nicht cool? Ich finde das cool. So, Mint, zuerst verbrauchst du TP. Und jetzt füllen wir deine TP wieder auf. Yeah. Und zwar mit einem leckeren Fruchtsaft. Fruchtsaft. Mint. Yay, 8% TP aufgefüllt. Nicht allzu viel, aber immerhin. Besser als gar nichts. So, jetzt will ich einfach nur hoch. Einfach nur hoch. Hier geht's hoch. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch. Ich meine natürlich nach Norden. Und dann nach rechts. Also Osten. Und schon wieder fein im Bildübergang. Ich finde das super irritierend. Super duper irritierend. Yay, Rising Phoenix. Nochmal, komm schon, Crest. Flieg, oh. Flieg. Oh, flieg, yay. Ich bin vergiftet, Mint, heil mich bitte. Maxwell. Hallo, Maxwell. Na? Er denkt sich auch nur, lasst mich doch endlich mal in Ruhe, Mann. Nein, sorry. Wir brauchen deine Hilfe. Wenn Archer nicht da ist, muss uns zumindest Maxwell helfen. Crest, du blubberst. Ziemlich extrem. Aber er sieht trotzdem sehr fröhlich aus dabei. Dann kann es ja nicht allzu schlimm sein, was? Wir werden ihn trotzdem heilen. Sicher ist sicher. Antidote. Yeah. Und First Aid. First Aid, First Aid. Okay. Ich wollte da rüber, ne? Ja. Seht ihr, selbst mit Karte bin ich richtig nach einem Kampf. So, jetzt möchte ich hier hin. Denn, Elixier. Aha. So, jetzt sind hier noch irgendwo Items. Hier. Vielleicht weiter hier drüben? Wir haben uns nicht verlaufen, keine Sorge. Ich finde mich hier wieder zurecht. Hier müssen noch... Drei oder vier Items sind hier. Was hatten wir eben? Das Elixier hatten wir. Da sind ja noch vier Items. Das kriegen wir hin. Ich bin versteinert. Jetzt sehe ich's. Diesmal sehe ich's. Ich sehe es und akzeptiere es. Schafft ihr das ohne mich? War das ein Ja, Mint? Schafft ihr das? Ja? Ja? Ist klar vom Beschwören? Ich glaub's ja irgendwie nicht, ne? Ich glaub's ja irgendwie nicht. Ja, wir haben doch bestimmt irgendwas. Irgendwas voll cooles. So ein Wunderheilmittel. Wundermittel! Heilt Vergiftung und Paralyse. Auch Versteinerung? Ja. Tolle Beschreibung. Tolle Beschreibung. Richtig tolle Beschreibung. Richtig, richtig tolle Beschreibung. Haben wir eigentlich irgendwas gegen Versteinerung? Ich weiß, die Idee kommt mir echt früh, aber wir konnten ja was ausrüsten gegen Versteinerung. Würdest du bitte kaputt gehen, Rubino? Dankeschön. Vielen Dank. Ich könnte ja einen Versteinerungsschutz ausrüsten, wenn wir einen haben. Aber nur, wenn wir einen 100% Schutz haben. Diese 50% Dinger sind es irgendwie nicht wert. Nee. So, schauen wir mal. Ausrüstung? Ausrüstung. Cress. Was haben wir hier? Gegen die TP. Schauen wir mal. Fluchtwert. Eis und Wind. Feuer und Wasser. Resistenz? Nein. Betäubungen? Nein. TP? Nein. KP? KP? Paralyse? Nope. Fast. Verteidigung? Nein. Nein. Gift? Traktorbeam? Glück?
Jetzt die Treffer. Schaden. Angriff. Fluchtgeschwindigkeit. Mana-Ring. TP. Schaden. Verteidigung. Tod. Nope. 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 Wir haben kein Steinamulett. Wir haben kein Steinamulett. Das ist sehr, sehr schade. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich hab mich doch verlaufen. Nein, Moment, hier geht's runter. Das ist Item 34. Zauberpuppe. Jawohl, perfekt, okay. So, hier müssen jetzt drei Items sein irgendwo. Ah. Schutzring. Ah, okay. Resistenz und Flink Cape. Haben wir uns gerade alle angeguckt. Toll, was für neue Sachen es hier gibt. Ja, ja, ja. Yay. Ich glaube, wir hatten irgendein Item, was man im Kampf benutzen kann, was einfach Versteinerung schützt. Aber das irgendwie in jedem Kampf einzusetzen, weiß auch nicht. Wenn wir davon jetzt 99 Stück tragen könnten, okay, aber nur bei 15 Stück ist das dann ein bisschen. Und so oft versteinern die ja auch nicht. Zumindest bisher nicht. Hoffen wir mal, es bleibt dabei. Demon Fang, hey, auch mein Demon Fang abzubrechen, sowas tut man nicht. Das ist absolut unfair. Ja, ja, ja. Es ist voll unfair, wenn du meine Attacken abbrichst. Ich breche auch deine Angriffe ab und sowas, aber ich bin auch der Held. Ich darf das. Ich habe Heldenbonus. Haha. Und wahrscheinlich noch ein Maxwell. Nein, Undine! Okay. Ich glaube, Maxwell hat langsam echt keine Lust mehr. Vielleicht muss er seinen Mittagsschlaf machen. Ich meine, er ist schon ein bisschen älter. Also Leute machen gerne einen Mittagsschlaf. Was auch vollkommen okay ist. So. Ja. Haben wir noch heiliges Licht? Wir haben noch heiliges Licht. Okay, wir sind jetzt hier. Dann geht's hier lang und hier lang. Warum hat das heilige Licht immer genau dann aufzuwirken, wenn ich es erwähne? Ich glaube, es hört mich. Es hört mich und möchte mich ärgern. So. Jetzt möchte ich hier noch zwei Items einsammeln. Einmal Agilität erhalten und... Ne. Hier? Ja? Zweimal, okay. So. Okay, hier ist ein guter Punkt, um einen Cut zu machen. Wir haben nicht mehr viel vor uns. Das heißt, beim nächsten Mal werden wir unser Ziel erreichen und dann gibt es bestimmt eine ewig lange Cutscene, weil ich nicht weiß, wo genau die startet. Machen wir lieber hier Schluss für heute. Beim nächsten Mal gibt es dann wieder mehr Plot. Also dann, ciao, ciao.